Wettlauf zum Mond gewonnen. Die Welt als Ganzes hielt den Atem an, als sein Astronaut Matteo Mazza die Mondoberfläche betrat und damit als erster Mensch in der Geschichte einen Fuß auf einen anderen Planeten, planetaren Körper setzte. Medien auf der ganzen Welt loben die Leistung deiner Agentur. Sie sagten, sie würden zuerst ankommen und sie haben es geschafft. Schon wieder, kündigte ein Nachrichtensender an. Also, Matteo Mazza geht in die Geschichte ein als erster Mensch auf dem Mond. Ich hätte ja Barney Humbles genommen, aber naja. Persönliche Präferenz. So, wie viel kann ich haben? Bis zu 6, glaube ich, ne? Ich hätte gern noch jemanden dazu. Alles Berühmtheiten. Elektrikerin. Chiomara Cook. Beginne jede Aufgabe mit plus 1 Leistung. Auch nicht schlecht. Die hat noch 29 Jahre. Er hier hat nur 26, 24, 16 Jahre. Wow. Magdala Carter. 27, 26. 37 sind es übrigens. Also Indra Collins würde sehr lange durchhalten. Ich würde aber tatsächlich Chiomara Cook gern nehmen. Ja, die kann auch so. Samantha Cook. So, einstellen. Habe ich sie? Ja. Das finde ich tatsächlich irgendwie komisch. Dass hier immer nur die Nachnamen stehen. Und hier, wenn ich quasi den Namen ändere, die vollen Namen. Aber, okay. Gut, haben wir 5. Weiß nämlich nicht, ob ich demnächst nochmal irgendwie Besatzung brauche. Ja, wir können gerade nichts machen. Geld sparen ist immer gut. Ich glaube, hier müssen wir auch locker den nächsten Rang erreicht haben, ne? Ja, ja, ja. Die Mondlandung hat uns hier nochmal ordentlich gepusht. Gut, dann starten wir in die atmosphärische Probennahme. Deine Forscher haben eine Reihe fortschrittlicher Instrumente für eine Venus-Sonde entwickelt, darunter ein Mikrofon zur Erfassung des turbulenten Sinkflugs und zur Abschätzung der Windgeschwindigkeit. Ist theoretisch eine Mission, wo ich nichts mehr aktiv machen muss, also diese Zwischendinger. Oh. War im nächsten Monat? Nee, eigentlich nicht. Ich würde gerne mal... Ich würde gerne wissen, ob der nächste Monat auch passt. Ja, komm, dann verschieben wir das Ganze nochmal in Juli. So wichtig ist es dann auch nicht. Mondfußabdruck dominiert Zeitungen. Fotografien, die während deiner jüngsten Mondlandungsbesatzung aufgenommen wurden, sind von den Medien als spektakulär und historisch bezeichnet worden. Ein Bild des Fußabdrucks des Astronauten Barney Humbles auf der staubigen Mondoberfläche hat sich als äußerst populär erwiesen. So, zweiter Versuch. Ich hoffe, das Wetter ist jetzt ein bisschen besser. Ist ja genauso beschissen. Ist ja sogar noch beschissener. Kann ich den Start nochmal verschieben? Okay, August. Letzter Versuch. Dann müssen wir auf jeden Fall los. So, die Chinesen waren auf dem Mond. Es tut mir sehr leid. Only number 2. Mond-Mikrometeoriten. Ja. Erden-Ozeane. Einfachen Satelliten. Oh, hier kriege ich übrigens Geld. Ja, das könnten wir dann alles mal machen. Wenn unser Mission Control wieder steht. Spot-Forschung komplett. Spot vor allen Dingen. Spot. Was? Boot. Ja, irgendeine Abkürzung. Ne? So. 700. Versuch. Wie gesagt, jetzt müssen wir es auf jeden Fall machen. Ja, Wetter sieht auch super aus. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass einfach der gesamte Monat dann hinfällig ist. Also es regnet einfach den gesamten, in dem Fall jetzt Juni und Juli, monsunartig. Es gibt im Sommer kein schönes Wetter. Finde ich ein bisschen komisch. So. Ich habe übrigens immer noch nicht gesehen, wenn eine Rakete explodiert. Alter, 92%, krass. So, also wie gesagt, das finde ich ein bisschen komisch. Automatisch auflösen. Ja, können wir machen.
So, dann kann die jetzt zum Venus. Zum Venus. Zur Venus fliegen. Und wir sind damit nicht mehr belästigt. So, Boost, optimierte Montage. Nutzlast, Bauzeit, minus 20%. Wir könnten schon auf die nächsten Sachen gehen und die nächsten Planeten freischalten. Aber ich würde gern. Was kriege ich hier? Schalte mir auf. Nee, das interessiert mich gar nicht. Was kriege ich hier? Ja, Reputation. Hall of Fame erhöht die Anzahl der Astronauten. Das Problem ist, ich muss die halt auch bauen, ne? Missionsforschungszweig. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Schaltet Astronautentalente der Stufe 2 frei. Reputationsbelohnung durch eine Erfolg. Achso, gemeinsame Mission. Gesamtbelohnung aus erfolgreichen Anfragemissionen. Gut, dann mal erstmal PR. Ob wir es dann bauen, ist eine andere Sache. Müssen wir mal gucken. Scheiße, ich muss mir unbedingt mal merken, was ich gebaut habe. Ich muss mir das mal speichern. So, innere Planeten, okay. Dann irgendwas, was wenig Bauzeit und wenig Geld kostet, im besten Fall. Ja, das oder das. Okay, es muss die sein, weil die an. Ach nee, wir könnten hier theoretisch erweitern auf 4. Aber das dauert ja dann noch länger und kostet auch nochmal mehr. Nee, dann nehmen wir hier das Ding, ne? Ja. Welche? Okay, du bist schon Level 5. Bei Saturn. Auch schon Level 5, Level 3, Level 0. Weiß ich nicht. Müsste ich halt nochmal einen Monat warten. Zwei sogar. Nee, komm, wir nehmen die hier. Die Atlas. Scheiß drauf. Quatsch. ESA. Ein Monat Bauzeit. Oder Reputation. Dafür ist die Zuverlässigkeit schlechter. Ja, dann nehmen wir grüner Mond. Können wir das mal machen? Vielleicht kriege ich ja dafür eine Errungenschaft. So, dann haben wir noch 4000 am Start. In 6 Monaten fertig das Ganze. So, die Russen gehen auch Richtung Mond. Was haben wir hier noch? Mars-Vorbeiflug. Wo war dann Ausrufezeichen? Atmosphärische. Oh, Chance auf positives Event während des Starts. Auch schön. So, Mission Control, PR-Büro ist fertig. Okay, sehr gut. Müsste ich mal überlegen, ob ich nicht vielleicht irgendwas wegschmeiße. Nutzlast, Baukosten. Plus 50 pro Monat, das ist wichtig. Ist denn mein Forschungslabor eigentlich? Ach, hier. Was ist denn, wenn ich das da hier hinstelle? Achso, es geht nicht. Zwei für Belohnung. Zehn pro Monat. Notstromgenerator. Hat natürlich zwei. Obwohl. Fahrzeugbauzeit, Belohnung. Fahrzeugbaukosten, auch nicht schlecht. Was habe ich hier jetzt? Fahrzeugbaukosten.
Fahrzeugbaukosten und Fahrzeugbauzeit. Oh. Fahrzeugbauzeit, 5%. Bauzeit, Baukosten. Ich müsste das eigentlich alles nochmal neu sortieren. Das kostet leider alles sehr viel Geld. Also hier würde ich es wahrscheinlich hinbauen. Wir haben ein bisschen Geld über. Und das Ding kommt mal bitte hier hin. Plus 10 pro Monat. Ist denn da irgendwas anderes? Ne, das ist alles negativ. Nutzlast, Baukosten. Baukosten. Das hier ist... Was? Mit wem verbindest du dich denn gerade so gut? Ach, mit dem hier. Ich knall das hier hin. Ja, komm. Gib mir noch mal ein bisschen mehr Forschungspunkte. Und wir verkürzen nochmal die Bauzeit. So, PR-Büro. Missionstraining interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Fahrzeugbauzeit, das fände ich gar nicht so schlecht. Habe ich aber zu wenig Geld für. Mann, wieso kann ich denn diese Raketendinger nicht abreißen? Oh, das ist so schlimm. So bad, wirklich. Achso, das ist die Testrampe übrigens. Das hier will ich abreißen. Das sind einfach drei positive Sachen. Das wird schon fast gar nicht besser werden. Nee, nee, also das hier ist perfekt besetzt. Boah, Alter, das Forschungslabor ist auch OP. Müsste theoretisch alles eins nach hinten. Damit hier eventuell nochmal eine Erweiterung rein kann, aber das können wir vielleicht später nochmal machen. Gut, ist egal. Also PR-Büro setze ich nicht. Aber was mich interessiert hat, war... eigentlich das hier. Boah, Alter, baut seit 12 Monaten. Mission Forschungszweig. Das ist halt super schnell gemacht, ne? Wobei, ich muss es halt auch bauen. Wir machen das hier jetzt erstmal. So, atmosphärische Probennahme. Ernster Fehler entdeckt. Deine Ingenieure haben einen großen Konstruktionsfehler in Helikonium, der Trägerrakete deiner bevorstehenden Mars-Umlaufbahn-Mission entdeckt. Sie schätzen eine 20% Reduktion. Ja, ist okay. Naja. So, nächste. Ja, automatisch auflösen. Kennen wir ja alles. Und wir bekommen unsere erste... Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt. Unser erstes Teil? Womit wir quasi die... ja, was wir quasi auf unsere Raketen aufbupseln können. Beende 2 Meilenstein-Missionen. Aha. 2 Millionen. Ja gut, wir sind ja gerade eh dabei. So, den kommerziellen Satelliten, den können wir auf jeden Fall schon mal planen. Wie teuer bist du, Alter? 700.000. Am Arsch planen. Oh. Okay, der ist aber sehr, sehr billig. Billig, billig. Und wir nehmen uns gleich noch eine Mission. Oh, 1,8 Millionen. Das sind wieder Astronauten. Ja,
Bergungssystem. Starte einen einfachen Satelliten. Was haben wir noch? Gar nichts? Gar nichts? Mond wird bestimmt noch ein bisschen was da sein. Boah, 7,5 Millionen! Die Besatzung für die Mondlandungsmission. Oh mein Gott, wird eine zusätzliche geologische Ausbildung erhalten, die sie in die Lage versetzt, detaillierte Untersuchungen von Mondgestein durchzuführen, eine Vielzahl von Proben zu sammeln. Okay, da muss ich nochmal Menschen hochschicken. Boah, aber 7 Millionen erweiterter Wetterschutz. Boah, halbiert. Beides Sahne. Das war anscheinend ein positives Event. Achso, ja. Warte mal, wir machen erstmal das hier mit dem mit der Knete. Hier, Astronaut. Zack. Achso, ich kann es mir eh nicht leisten, ne? 148? No. Aber wir lassen die Mission. Können wir im nächsten Monat starten. Prog-Rakete. Eine Audioaufnahme, die der Venus-Impactor deiner Agentur kürzlich gemacht hat, wurde von einer beliebten Prog-Rock-Band gesampelt. Nach dem Erfolg ihres Albums The Winds of Venus hat die Band der Agentur eine großzügige Spende zukommen lassen. Okay. Welcher waren wir denn jetzt eigentlich? Warte mal, was habe ich... nicht gerade irgendwas fertig gemacht? Ach, hier. Hier, warte mal, Merkur-Umlaufbahn? Warte mal, wo ist denn hier unser Lok? Ah. Atmosphärische Probennahme? Ach, ja. Ganz genau. So, Spott. Das war was anderes. Mars-Umlaufbahn. Das will ich noch machen, ne? Nee. Kommerzieller Satellit und die Bergungstest. Die können wir jetzt tatsächlich mal finanzieren. Mit der Leistung. Nee, wenn dann das Ding hier. Da will ich nicht sparen, weil hier sind Menschen mit an Bord. So, Überprüfung der Finanzen. Was heißt denn das Ausrufezeichen? Was heißt denn das Ausrufezeichen hier? Okay, ich verstehe es gerade nicht. So, Überprüfung der Finanzen. Also, Haushaltsprüfung. Ja, auf jeden Fall Stufe 10. Ich hoffe ja Stufe 11. Oh ne, da sind wir noch weit weg. 400k im Monat. Das ist auch super. Ah, wir geben halt super viel auch aus, ne? Wir müssen gleich erstmal Raketen bauen. Das ist eigentlich das viel größere Problem noch. Ist denn eigentlich schon irgendjemand in der dritten Epoche? Nee, das würde ja hier angezeigt werden, ne? Sowjets und die Chinesen starten gleichzeitig. Ach nee, die Chinesen starten heute mit dem kommerziellen Satelliten. Ja, sind schon unterwegs. Ja, 3,5 Millionen, krass. Und erfolgreich oder? Ja, nicht so. So, dann haben wir das andere hier auch fertig. Also, Mars-Umlaufbahn. Training. Startzuverlässigkeit, ja, können wir machen. Ne, wir müssen unbedingt im März starten. Danach ist gar nichts mehr frei an guten Slots. So, den Bergungstest. Da brauchen wir die Rakete für. Jo, passt. Die Ariane 1. Das passt doch auch schon, wa? Cool. Selbst das passt schon. Nee, komm. Mir ein bisschen egal mit den Leveln. Ich will einfach nur schnell
das Ganze ab... oder hinter mich bringen. Upgrades. Ah, bis zu einem Upgrade kann ich machen. Fahrzeugbaukosten. Die Frage ist, also die ich mir stelle, ist das einmalig oder habe ich das Ding jetzt für immer? Weil wenn ich das für immer habe, dann werde ich prinzipiell fast nur noch Missionen machen, wo ich so eine Dinger kriege. Laufende Mission? Ach so, ja, weil nächsten Monat. So, da brauchen wir noch ein bisschen, Okay, nächster Monat. Ich forsche auch noch, ne? Ja. Der Satellit ist fertig. Da kann ja die Rakete auch nicht schwer sein, eigentlich. So, Mars-Umlaufbahn. Ja, kennen wir. Alter, 20% minus. Das könnte jetzt schief gehen. Oh, das Wetter ist aber super. Nee, wir müssen... Also, wir müssen überhaupt nicht, aber wir starten mal. Guck, ob das schief geht. Was? Okay. Die Rakete ist zumindest schon mal gestartet. Und... Alter Schwede. That was close. Ja, da passiert nichts mehr. So, muss ich das selber machen? Achso, klar, ist ja das erste Mal, dass ich das mache. Wir machen mit Driften. Geht das auch ins Minus? Warte mal, ich brauche fürs Driften. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, das wird schwierig. Okay, es geht nicht ins Minus. Das ist ja ein Vorteil. Da kann ich theoretisch in der letzten Runde voll losschießen. Okay, warte mal. Wir müssen 2-1. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Auf jeden Fall das. So, dann könnte ich zweimal das machen. Und ich bräuchte... Ich habe danach noch zwei Runden. Okay. Ich befürchte, wir werden es nicht mit dem Bonus hinkriegen. Jetzt habe ich ja schon gar keine Energie mehr. Und jetzt könnte ich nur einmal driften. Ja, das werde ich nicht schaffen. So, dann könnte ich zweimal driften in der letzten Runde. Das würde ich dann schaffen. Das heißt, ich müsste jetzt noch auf das gehen. Dann kann ich aber nur noch einmal driften. Ah, das könnte ganz knapp werden. So, ich weiß, letzte Runde. Shit, schaffe ich ganz knapp nicht. Weil mir einmal entweder Energie fehlt oder... Ja, okay, schaffen wir nicht. Doch, schaffen wir. Außer es geht was schief. Oh, ich hab's doch geschafft. Krass. Okay, ist mir gar nicht irgendwie so aufgefallen jetzt. Schön. Schön. Wunderschön. So, der kommerzielle Satellit. Da brauchen wir... Wie schwer ist denn die Dings? Alter, was? Okay, da wird... Alter, 1 Million. Nee, also wenn, dann nehme ich das Ding. Die habe ich alle gar nicht erforscht hier, ne?
Das habe ich nicht erforscht. Delta K? Ich nehme mal die Saturn. Ach du Scheiße, jetzt ist das Problem, ich muss auch das Ding nehmen, ne? Okay, das wäre natürlich hier am billigsten. Das wäre sogar noch billiger. Sieben Monate. Alter, ist übelst billig. Machen wir. Muss ich nur die Delta Karma ganz kurz erforschen? Kann ich das mal kurz unterbrechen? Ja, ne? Das geht. Wo war ich eigentlich? So, da. Wie teuer? 750. Schaffe nach einem Monat. Okay. Ja, dann machen wir das im nächsten Monat. Einmal kurz die Pause-Taste gedrückt. Lieblingsprojekt. Ein auf Dienste zur Feier des Lebens spezialisiertes Unternehmen ist an deine Agentur herangetreten, mit der Bitte, deiner bevorstehenden kommerzieller Satellit eine kleine zusätzliche Nutzlast aus Haustierasche beizufügen. Falls angenommen, zahlt das Unternehmen 500.000. Dein Berater hat mir doch davor gewarnt, dass die Öffentlichkeit mit... Ja, nehmen wir auf jeden Fall nicht an. Delta K erforscht. So, warte mal. Dann gehen wir hier wieder auf das. Und wir bauen... den Satelliten. Also, die Rakete dafür. Für 180.000. Wow, ist das billig. Sehr geil. Gut. Wir sind auf dem Weg zum Mars. Ich weiß gar nicht, wo wir da ankommen. Ah, wir sind gerade erst gestartet. Wir kommen an in 10 Monaten. Manöver im Mittelkurs in 3 Monaten. Okay, also in 3 Monaten kommt der nächste Akt. Das hier dauert 7 Monate. Das hier dauert noch 2 Monate. Wir forschen, wir bauen nichts und sparen uns Geld. Wunderbar. So, Japan ist Vierter im Mars vorbei. Flug. Wow. Was ist denn das eigentlich Unrealistisches? Also die Russen sind mit Abstand Erster in der Mars-Umlaufbahn, aber hatten noch keinen Mars-Vorbeiflug. Das ist ja Quatsch. Also das ist ja einfach nicht möglich. Naja, egal. So, Robotikforschung. Ich weiß nicht, ob wir das bauen können. So, Besatzung, Astronauten, Bergungstest. Ich würde gerne Samantha Cook mitnehmen. Die ist noch, glaube ich, gar nicht unterwegs gewesen. Dann darf die auch mal ins All. Ist ja auch gerade erst neu. So, Training. Nutzlasttraining für Mission erhöht um 100%. Oh, cool. Dann machen wir das. Och, ja, wir starten auch gleich im nächsten Monat. Super. Millionen? Oh, reicht nicht. Fahrzeugbauzeit. Das fände ich halt auch übelst wichtig, ne? Okay, hier gibt es irgendwo positive Sachen. Ich habe keine Ahnung wo. Hier wäre es irgendwo super. Okay, mit dem Teil und wahrscheinlich mit dem Ding hier, ne? Ja. Und mit... dem hier. Also am optimalsten wäre es hier. Genau, hier hätten wir 3. Ah, diese scheiß Rampe. Eh kein Effekt. Baukosten, Bauzeit. Monate. Müsste aber bedeuten, wir müssten unsere große Startrampe irgendwo hin... Könnte ich sogar machen. Was haben wir hier?
Ach scheiße, kann man gar nicht da bauen. Mann, Alter, die nehmen so unendlich viel Platz weg, diese Rampen. Ich würde es wahrscheinlich hier hinsetzen. Irgendwann mal. Nicht jetzt. Ich würde noch ein bisschen Geld sparen. Aber irgendwann werden wir das mal umsetzen. So, Robotikforschung haben wir durch. Ich glaube, ich würde die erstmal kurz machen. Hall of Fame. Das können wir eigentlich auch mal kurz durchrupfen. So, Astronaut Bergungstest. Und Mars-Umlaufbahn. Gut, Astronauten-Bergungstest. Dafür muss ich eigentlich nichts machen, ne? Hatten wir alles schon mal. Start. Sehr gut. Ach, da ist ein Astronaut dabei. Gucken wir mal kurz, ob alles glatt geht. Sind ja ein paar neue Komponenten dabei. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gott, 43%. Jawohl. Okay, sie kommt auf jeden Fall wieder zurück. Menschen im Orbit. 1,8 Millionen. Ohne Bonus, aber alles gut. Samantha Cook. War auch das erste Mal im Weltraum. Erledigt. So, das machen wir. Das müssen wir manuell wieder machen. Driften. Ich brauche 3. Minus 1. Also dasselbe wie eben. Mit anderen Komponenten. Also, er braucht fürs Driften. So. Das machen, damit ich hierauf komme. Dann könnte ich irgendwann mal driften. Und ich gehe hierauf. Macht eigentlich fast mehr Sinn. Und dann nehmen wir uns. Erstmal noch. Dann haben wir zwar schon fast keine Energie mehr, aber dann haben wir zumindest das Minimum schon mal fast erfüllt. Wie gesagt, Driften hebe ich mir für die letzte Runde auf. Da kriege ich auch nochmal das. Okay, ich muss also auch noch ein paar von denen produzieren. 6. Okay, dann können wir das mehr oder weniger abschließen. Fünf. Dann haben wir 6. Oh, perfekt. So, wie viele Runden haben wir noch? 2. Okay. Da komme ich dann auf 6, auf 7, auf 8. Also 7, 8. Das bedeutet, ich bräuchte 2 davon. Das und das. So, einmal driften oder zweimal driften ist okay. Dass ich das verliere. So, unausweichlich das. Und dann brauche ich nur noch das. Okay, das ist ja easy. So, einmal Energie. 11, 9, 7, check. Perfekt. Sehr schön. Auch erledigt. Hat die 2 von Mars-Umlaufbahn beendet. Phase 2 fehlt da. Wir holen uns noch eine neue Mission. Ja, die ist hier wirklich übergut. Aber, nee. War keine mehr. Oh. Warte mal, hatte ich nicht hier noch irgendeine Mission auf? Hier, mehr Venus-Umlaufbahn, komm. Machen wir die noch.
Leistung. Wir machen das Ding hier. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich glaube, dann haben wir auch alles, ne? Das haben wir gleich erledigt. Also, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da haben wir alles. Da haben wir dann alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Und da halten wir dann alles. Alles klar. Na dann werden wir nächste Woche, also nächstes Wochenende, uns um die letzten, ja, Meilenstein-Missionen der Ära 2 kümmern. Und dann können wir vielleicht überlegen, in Ära 3 überzugehen. Mars und darüber hinaus. Also werden dann quasi die äußeren Planeten freigeschaltet. Also, weiß ich nicht, Saturn, was da hinten noch alles rumwirbelt. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder neue Missionen bekommen, die elendig lange dauern werden. Also hier, ne, sieht man ja schon, dauert es teilweise schon ein Jahr, bis man irgendwo mal hinkommt. Beziehungsweise erstmal alles aufgebaut hat. Und ja, ich denke, das wird, je weiter der Planet natürlich weg ist, nicht einfacher werden. Aber wir lassen uns alle überraschen. Nächsten Samstag geht's weiter. Adios, kommt gut in die neue Woche rein und auf Wiedersehen.